Hello Friends und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss gleich los. Das ist das Outfit of the Day mit der Sonnenbrille unter Tasche. Für mich geht's zum Friseur, Beauty-Behandlung, Arbeiten in der Stadt und dann gehe ich heute Abend mit Lisa essen. Das ist der Plan. Ich bin seit ungefähr 12 Stunden wieder zu Hause. Ich dachte mir, es ist sinnvoll, wenn ich aus Spanien komme, direkt alles am nächsten Tag zu machen. Aber dann hatte ich eine Flugverspätung, ich war gegen Mitternacht zu Hause, habe auch gegessen und so. Und ja, jetzt habe ich die ganze Nacht gearbeitet, mein neues Handy eingerichtet und habe, glaube ich, 1,5 Stunden geschlafen. Cool. Und ich dachte, wichtigsten Sachen zuerst, deswegen habe ich heute Morgen mein ganzes Zimmer, Wohnung umgestellt. Da sind 3 Pakete angekommen. Auf jeden Fall, ich muss los. Ich komme zu spät. Wollte aber kurz den Vlog anfangen. Ich weiß nicht, was so geht die nächsten Tage. Aber ja, übrigens, meine Haut ist in Spanien echt schlecht geworden. Ich hoffe, das wird hier wieder gefixt. Aber ich denke schon, ich gebe euch später wahrscheinlich einen Haul. Übrigens, sagt gerne mal, wie ihr die Qualität findet mit dem Handy jetzt. Also, ich glaube, es ist eigentlich mega cool. Ich glaube, es ist auch mehr der Vibe, mit dem Handy zu filmen. Allgemein. So natürlicher und so. Ja, okay. See you. Update. Ich war beim Friseur. Er hat die irgendwie, so wie Eddie gestylt hat, I don't know, es war irgendwie so ein bisschen High Fashion Sweden Style. Also es war nicht so, ich habe es schon wieder geändert, aber irgendwie war es not giving, because mein Kopf sah aus wie so ein Ei. Habe ich nicht so gefühlt. Aber mit der Farbe bin ich sehr zufrieden und der Friseur an sich war auch ganz süß. Er hat sich in meine Haare angeguckt und war so, ach, du bist so blond. Nee, das sind keine deutschen Haare. Nee, sicher, dass du Deutscher bist. Ich so, er war irgendwie richtig begeistert. Aber ja, also ich bin auch zufrieden. War dann noch bei Booty ein bisschen was einkaufen. Ich glaube, ich mache später einen Haul. Und ja, habe neues Botox bekommen. Can't wait to until it kicks in. Weil ich Alters sehe. Ja, jetzt warte ich gerade auf Lisa. Wurde gerade so random von so einer Frau angesprochen, wo das ich habe so gemacht und war einfach zu filmen. Und sie so, na, wo geht das Selfie denn hin? Mir irgendwie so erzählt, dass sie sich kein Smartphone leisten kann. Ich war so, okay, danke für den Kontext. Aber war eigentlich ganz süß. Naja, mal schauen. Also ich bin gerade in so einem Pop-Up-Park, so in der Nähe von der Mönckebergstraße. Ich weiß nicht, ob es ein Pop-Up-Park ist. Ich weiß nicht, was das Konzept ist, hier auch so eine Kreidewand. Ist es ein Konzept Pop-Up-Park oder wird es hier ein richtiger Park? Man weiß es nicht. Aber ich gehe auf jeden Fall gleich mit Lisa essen. Freue mich richtig, sie zu sehen, weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Abcatchen. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich glaube eigentlich schon. Ich fühle es auf jeden Fall, mit dem Handy zu vloggen. Aber heute ist auch schon wieder so viel passiert. Ich dachte mir so, eigentlich brauche ich so einen Kameramann, der hinter mir herrennt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. See you. Thank you.
ist Samstag. Ich war gerade beim Sport. Und ja, mache mich jetzt mal ein bisschen fresh und dann gibt's gleich einen Haul. Ich habe eigentlich ein paar Sachen bestellt. Ja, ansonsten steht da eigentlich den ganzen Tag Arbeiten an. Also, ja, ich werde den Haul machen, ich werde TikToks machen, muss noch viele andere Sachen erledigen. Und das ist mein Wochenende. Ja, nee, irgendwie habe ich super viele Sachen zu tun, seitdem ich back in Deutschland bin. Ja, deswegen hoffe ich, ich kriege jetzt mal ein bisschen was done. Und ja. Okay, Friends, ich habe mich ein bisschen frisch gemacht und dachte mir, jetzt gibt's ein Haul. Also, ich habe hier ein paar Pakete und da liegt noch was. Ich habe extra die ganze Zeit gewartet, seitdem ich wieder back in Deutschland bin, nur um das dann alles zusammen auszupacken. Deswegen fangen wir mal direkt an. Also, ich habe mir Haarspray geholt und so anderes Wachs, damit ich mal so ein bisschen ausprobieren kann, wie ich meine Haare tragen will. Dann habe ich mir noch so Pflegeöl und irgendwas anderes geholt für meine Haare. Dann noch Concealer und dieses Catrice Banana Powder. Das war bei mir irgendwie so ein Ding auf TikTok. Weiß ich nicht, ob das ein Ding ist. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und auch ganz wichtig, Abschminktücher natürlich, weil wir wollen unserer Haut ja was Gutes tun. Dann muss ich es zeigen, weil ich bin absolut hype. Lisa und ich haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Und ihr Geburtstagsgeschenk war so geil. Und ich zeige es euch einfach mal so. Good old times in unserer Adelsfamilie. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und dazu gab es ein Kimono aus Japan. Aus Seide, der ist so. Ich finde es ganz krank. Also, ja, ich finde es wirklich ganz krank. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, jetzt gibt es die Sachen, die ich eigentlich zeigen wollte. Und zwar habe ich mir finally wieder clean weiße Air Force One bestellt. Ich habe finally welche gefunden. Ich habe die so lange gesucht, aber die waren die ganze Zeit ausverkauft. Aber jetzt habe ich wieder welche. Passend für den Winter. Okay, ich habe die anderen Pakete jetzt schon mal aufgemacht, damit es ein bisschen flüssiger wird. Und zwar, ich habe bei Douglas komplett neue Skincare bestellt. Als ich im Juni noch in Deutschland war meine Haut eigentlich relativ gut. Und in Spanien wurde sie so schlecht teilweise, also es war wirklich bodenlos. Ich glaube, es lag wahrscheinlich auch ein bisschen an der Ernährung, aber es war nicht schön und deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, wie die Marke ausspricht. Aber ich habe so ein Reinigungsgel bestellt, ich habe so ein Gel bestellt, was man direkt auf so Pickel und Unreinheiten machen kann. Dann habe ich zwei Serien bestellt, und zwar einmal Pure Vitamin C und Retinol, weil wir werden ja auch nicht jünger. Dann habe ich noch eine Augencreme bestellt. Man kann, glaube ich, nie zu früh anfangen mit Augencreme. Und halt noch so eine Feuchtigkeitsspende Tagespflege. Wenn ihr mehr über Skincare wissen wollt, also wenn ich mal meine Skincare zeigen soll, dann let me know. Ich hoffe, ich kann damit so ein bisschen dem Alterungsprozess entgegenwirken. Wir werden alle nicht jünger. Deswegen sollten wir früh starten. Ja, dann in Spanien ist meine Sporttasche kaputt gegangen. Und deswegen dachte ich mir, bestellen eine neue. Ich finde, dann hat man auch immer Motivation, zum Sport zu gehen. Also mehr Motivation, wenn man neue Sachen hat. Übrigens nochmal kurz anmerken, Leute, wir sollten bedacht konsumieren und nicht zu viele Sachen kaufen. Ja, deswegen überlegt immer, ob ihr Sachen wirklich braucht. Ja, gutes Beispiel auf jeden Fall. Aber, ja, und zwar, ich habe mir so eine ganz normale schwarze geholt. Hier unten auch so ein Fach für Schuhe. Und dann, ja, noch so Seitentaschen und so. Ich hatte früher solche Taschen mal beim Fußball, ich fand die eigentlich ganz praktisch. Ja. Dann, ich habe irgendwie nur einen Rucksack und der ist von Ikea, ein bisschen random. Und der wurde jetzt auch sehr, also der sieht sehr used aus und deswegen habe ich mir jetzt noch so einen standard schwarzen Nike-Rucksack passend dazu bestellt.
Ah, und das habe ich ganz vergessen. Aber ich habe mir noch so Slides bestellt. Weil wenn ich jetzt vielleicht wieder nach Spanien gehe oder so, oder allgemein so Strand, Badelatschen, Dinger. Sehen so ein bisschen aus wie diese, ja, okay, nicht wirklich. Ich dachte so Yeezy Slides. Aber nee, nicht wirklich. Aber so vom Konzept her ist es gleich. Dann, auf die Sachen bin ich am meisten hyped. Habe ich mir noch ein paar Kleidungssachen bestellt, weil ja, ich habe mir einmal so eine schwarze, okay, sieht man das jetzt auf der Kamera, Samt-Chino bestellt von Deutsche und Gabbana. Ich denke mal, ich zeige die Sachen noch angezogen. Ist das ein Ding? Weiß ich noch nicht. Aber folgt mir auf jeden Fall auf TikTok oder Instagram, da seht ihr die Sachen angezogen. Genau, es ist einfach so eine schwarze Chino aus Samt. Fand ich eigentlich ganz nice. Ich hoffe, die sitzt gut. Dann habe ich mir noch eine andere Hose bestellt. Das ist so eine normale schwarze Anzugshose von Valentino. Die ist einfach so basic. Weil ich habe zwar schon so schwarze Anzugshosen, aber nicht so eine, die basic ist, sondern ich habe so eine mit so einem weißen Streifen. Ich habe eine, die hat so einen anderen Schnitt, wo das so unten so auseinander geht. Aber naja. Und dann habe ich mir noch eine Winterjacke bestellt. Experimentell im kompletten Weiß. Die ist auch von Valentino. Hat noch so eine Kapuze. Die ist so richtig gut gefüttert. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie ich die so finde. Okay, ich zeige euch mal kurz die Jacke. Eigentlich liebe ich sie. Also sie ist ein bisschen zu klein. Ich gucke mal, ob ich die noch eine Nummer größer bekomme. Und das ist die eine Hose, die von Deutsche & Gabbana. Die ist so kort. Ich glaube, ich finde es eigentlich ganz nice. Das sind die neuen Air Force. Ja. So, und das ist die andere von Valentino. Das ist so eine Basic-Anzugshose. Weil ich hatte irgendwie keine Basic-Schwarze. Also ich hatte nur, wie ich schon gesagt habe, welche, die nicht basic sind. Ja, die behalte ich auf jeden Fall. Bei der anderen überlege ich noch. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, so was ihr mehr sehen wollt. So wollt ihr so mehr Hauls sehen und die Sachen auch anprobiert. Wollt ihr mehr so, wie ich meine Haare mache, Skincare-Routine. Einfach alles, einfach Vlogs. Soll ich mehr so Vlog in die Kamera sprechen, wenn ich unterwegs bin, oder soll ich einfach so Clips mit filmen? Ja, let me know, weil ich fange jetzt ja gerade wieder so an und muss noch mal so ein bisschen gucken, wo es hingeht und was so der Weg ist. Ja, see you. Danke fürs Zuschauen.